Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Civilization 5. Wir wollen immer noch das blöde Wasser überqueren. Also das da, ne? Das kleine Stück. Ist auch eine Sandbank, also Sandbank, ein seichtes Wassergebiet. Sieht man hier ran. Das Wasser hier ist wesentlich heller als hier. Und das ist Ozean, da braucht man dann auch größere Schiffe, um da hier drüber zu kommen. Hier geht schon mal hier hoch jetzt. Ich hätte hier gerne noch eine Stadt gebaut. Es wäre echt gut gewesen. So drei Städte auf der kleinen Insel. Hätte ich ganz gut gefunden. Problem ist natürlich, wir können auch keine... Schlecht. Wir können hier bei dem Inselarchipel, was wir also gewählt haben, ne, der Map-Typ, wenig Städte auf einer Fläche bauen. Ergo können wir halt auch wenig Straßen bauen. Wir können ja nicht von hier eine Straße hier rüber bauen. Das geht leider nicht. Okay, wir skippen jetzt mal hier ein paar Runden. Und alles wird durchgegangen, sehr schön. Ihr wartet. Ihr baut eine Mine. Nächste Runde. So, das ist auch gleich fertig. Sehr gut. Hier oben auch. Nächste Runde. Wir brauchen halt die Optik. Das Wasser und die... Ja, das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das mit dem Boden wäre das gewesen. Aber naja. So, hier haben wir jetzt erste Boot fertig. Mit dem Boot können wir zum Beispiel hier solche Ressourcen... Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. Ich will das erzählen. Also, mit den Booten, hier, mit den kleinen Booten, können wir jetzt Ressourcen, die zum Beispiel in unserem Einzugsgebiet finden, wie jetzt die Wale, nutzen, ne? Ihr seht auch, wenn wir hier drauf gehen, was wir da bekommen. Warte mal. So, bei den Wahlen direkt sieht man das auch. Luxusgut. Wir fahren mal direkt hin. So, und hier wollen wir jetzt fischen gehen. Mit so einem alten Holzboot, ne? Und man sieht hier rechts, wir bekommen 3 Nahrung und 1 Gold. Da haben wir hier nochmal einen und hier haben wir noch Fische. Hier unten haben wir auch noch vor Fische. Hier hinten ist nicht doch hier sind noch Fische. Müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht auch noch kriegen. Schauen wir mal. Okay, Produktion. Tülü. Wir brauchen Krieger. Wir brauchen mal ein paar Krieger jetzt. Das muss jetzt auch mal sein. Wir brauchen wieder Verteidigung. Bloß weil wir eine friedliche Nation sein wollen, heißt das nicht, dass andere das sind. Oh. Ich habe Informationen, die hilfreich sein können. Ja, ein goldenes Zeitalter beginnt. Gratulation, eure Bürger sind nun schon... So lange mit eurer Herrschaft zufrieden, dass euer Reich nun ein goldenes Zeitalter einläutet. Juhu, wir machen es gut, sind mit uns zufrieden. Drei Zufriedenbürger sind der Schlüssel zu einer produktiven Zivilisation. Bürger produzieren Unzufriedenheit, der Luxusgüter und manche Gebäude mit Zufriedenheit entgegenwirken. Sorgt dafür, dass eure Zivilisation glücklich und gesund ist. Boah, ich bin noch nicht richtig munter, auch mit Lesen noch nicht. Ich bin auch gerade aufgestanden. Lass mal aufstehen, erstmal Folgen aufnehmen. Na, das muss schon sein. So. Die Wale hüpfen. Okay, das ist fertig. Hier ist auch ein Boot fertig. Sehr schön, das gefällt mir. Wir können mal hier hoch mit der Einheit gehen. Das Boot zieht man hierher. Der geht fischen. Was kriegen wir da? 3 Nahrung. Das ist auch nicht schlecht. Produktion. Ich hätte gerne. Gebäude müssen wir auch mal bauen, ne? Gebäude müssten wir auch mal bauen. Ich würde aber sogar lieber erstmal noch ein paar Krieger bauen. Okay, die sind auch fertig. Schickt man die auch hoch. Städte können sich mal erweitern, dass wir mehr Felder kriegen. So. Nächste Runde. Noch 5 Runden, dann können wir übers Wasser. Wir haben was gebaut. Sehr gut. Ich würde sagen, die setzen wir hierher. In Verteidigungspositionen, so wie die hier. Okay, Wald abholzen. Können wir schon mal machen. Arbeitsboot. Wir bauen noch ein Arbeitsboot für hier. Und dann können wir ein paar Gebäude bauen.
Okay, nächste Runde. Ja, 8 Runden, 5 Runden fürs Boot. Nächste Runde. Okay, jetzt können wir die Verteidigungsposition setzen. Sollte hier ein Feind in der Nähe kommen, nehmen die diese Position, also gehen die von Bereitschaft wieder normal, ne? So dass wir den quasi wieder einen Befehl erteilen müssen. Das sind quasi unsere Wachtürme. Sobald jetzt hier ein Feind kommt, gehen die wieder aus der Bereitschaft raus, werden normal, ne? Wo wir denen halt wieder Befehle geben müssen. Das heißt, genau wie jetzt hier mit dem Lichtstrahl, wird mir automatisch hierher springen und sagen, aha, die Einheit braucht wieder Befehle, Bereitschaft wurde aufgehoben, hier ist was. Genau so können wir sehen, wenn hier was in unsere Nähe kommt. Okay, die benötigen Befehle. Wartet mal. Ihr könnt den Wald schon mal abholzen. Oha. Okay, wir haben 133 Gold. Wir könnten mal Gelände kaufen. So. Wir geben mal das dafür aus. Nächste Runde. Können wir jetzt noch zwei. Eine. Na, vielleicht eine Mine. Ja, wir haben die Optik. Sehr gut. Juhu. Nicht alle durcheinander reden. Nicht durcheinander reden. So. Ja, sehr schön. Wir haben ein neues Zeitalter. Willkommen im Zeitalter Klassik. Sehr gut. Das haben wir jetzt nicht gehört. Hat dazwischen gelauert. Hier machen wir eine Mine. Ein Boot. So. Und wir können jetzt, wenn wir die Optik haben, können wir jetzt über Wasser gehen. Wir können einen großen Leuchtturm bauen. Mal einen großen Leuchtturm. Bisschen auf Kultur gehen hier. So, jetzt aber hier. Und warum geht das jetzt immer noch nicht? Wahrscheinlich erst in der nächsten Runde oder was? Naja, gut. Fallen stellen, Jagdlager errichten. Das sind alles Wildtiere, ne? Wild. Vorausgesetzt Fallen stellen. Nehmen wir das mal, dann können wir das nämlich auch gleich die Ressourcen nutzen, hier die zwei. Das wäre mir sehr lieb. Ich bin die Befehle. Ja, wartet mal. Anscheinend geht es ja immer noch nicht. Bereitschaft? Wieso wurde die Bereitschaft aufgehoben? Hat man schon Bereitschaft gesetzt, oder? Oh, das hat sich erweitert. Jetzt können wir hier auch nochmal den Fisch uns holen. Und der Turm wird gebaut im Wasser. Sehr gut. Manchmal wird sowas wie der Turm, ne, das wird dann meistens hier irgendwie innen drin manchmal gebaut. Das finde ich immer doof. Also das muss dann schon passend gesetzt werden. Nächste Runde. Ich darf das nie vergessen. Okay. Die haben auch eine Aufgabe. Die kriegen sie. Und nächste Runde. Hier können wir jetzt wie Jagdlager errichten. Die machen eine Mine dort. Oh, goldene Zeitalter wurde beendet. Schade. Sehr, sehr schade. So. Ihr macht hier einen Bauernhof hin. Politik kann eingeführt werden. Wenn verbunden ist. Wir haben leider noch keine Straßen. Machen wir das hier. Und wir haben nochmal einen neuen. Der kann. Wieso kann der nicht? Wahrscheinlich, weil der von der alten Zeit ist. Ja, also. Bevor wir die Technologie hatten, haben wir den erschaffen quasi. Darum geht das jetzt nicht. Das ist natürlich doof. Mal gucken, ob wir das auflesen können. Schauen wir mal. Ein unbekannter Spieler hat das Zeitalter Klassik erreicht. Uhu. Nichts tun. Einheit auflösen. Ja, löst die auf. Und er geht hier rüber. Dass wir unser Gebiet endlich mal erweitern. Juhu. Die Krieger können theoretisch auch rüber, weil die jetzt erst gebaut werden, also fertig sind. Die Völker mit den meisten Spitzenstöcken, also die sehr kriegsbereit sind. Okay, wir sind Platz 7 von 20. Wir verteidigen uns, aber wir wollen keinen direkten Krieg. Na, wir verteidigen uns, wenn es nötig ist. Hier ja, schon eher 99. Ach du Backe, ich will gar nicht wissen. Okay, jetzt können wir. Mit dem können wir jetzt theoretisch rüber, genau.
Produktion. Ich würde ja gerne mal. Wir bauen mal einen Schrein jetzt hier. Wir bauen jetzt mal ein bisschen Gebäude. Ne? Ein paar Gebäude. Guck immer gut. Was haben wir hier? Plantage. Botschaft. Eine Mauer wäre gut. Eine Stadtmauer ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. Vor allem zur damaligen Zeit. Nächste Runde. Was ist das denn? Ja, warum nicht? Eine kleine Inselsenke. Gehen wir aber hierher. Das ist größer ein bisschen. Geht mal dahin. Oh, einen Moment. So, da bin ich wieder. Okay, wo waren wir? Nächste Runde. Genau. Die brauchen wir jetzt nicht dahin schicken. Geht das noch hier um? Geht es noch ein bisschen weiter? Ja? Sieht so aus. Ja, ihr gründet eine Stadt. Cardiff. Okay. Ihr habt eigentlich nicht wirklich was zu tun, ne? Doch, ihr könnt jetzt Feinstellen bauen. Das ist gut. Cardiff. Was machen wir denn da? Speer. Ich weiß nicht, ob es hier lang geht. Sieht aber nicht so aus. Hier könnte es lang gehen. Wir machen mal einen Speer. Das soll mal dann automatisch alles erkunden. Ja, ist doof, ne? Ist ein bisschen doof. Setzen wir dich hier oben hin. Dann bewachen die halt hier oben. Das war jetzt eine große Insel. Aber das war nichts. Das ist ja eine ganz kleine Babyinsel. Ah, Mist. Ihr baut Fallen. Nächste Runde. Geldtechnisch nur. Sieht auch ganz gut aus. Da können wir dann. Was haben wir jetzt hier? Mausoleum. Hier Pyramiden können wir bauen. Stadtmauern. Steinbrüche können wir errichten. Ich hoffe, dass wir das dann machen können. Marmor, Steinbruch. Steinmetzkunst vorausgesetzt. Ah, die haben wir noch nicht. Klar, Steinmetzkunst. Das ist ja das. Ach, das ist ja das. Passt. Also Steinbruch. Juhu. Ach, nächste Runde. Ich vergesse das immer. Ich finde das, noch finde ich das sehr ruhig und überschaubar und so beschaulich. Ne? So, wir haben unsere kleine, heile Welt. Uns geht's gut. So. Noch gibt's keine anderen Gegenspieler hier. Finde ich schön. Gefällt mir. Schön ruhig, idyllisch. Okay, ihr baut hier oben noch ein paar Fallen. Boah, wenn ich so viel rede, atme ich ganz schlecht. Ich merke das. Ja, okay, die Uni muss es gegen machen. Das ist was? Artemis Tempel im Fernland gebaut. Aha. Da haben wir wohl einen Gegenspieler. Was haben wir hier? Stonehenge. Oh, das ist ein Muss eigentlich für uns. Wir sind Kelten, wir brauchen Stonehenge. Definitiv. So. Das ist auch immer mies, wenn solche Wunder, du baust die, wenn du kurz davor jetzt hier. Und genau jetzt müsste die Meldung kommen, der Turm, der große Leuchtturm, wurde in einem Fernland gebaut. Das hatte ich schon oft. Oh, das ist böse. Ach, gewachsen. Oh, sehr schön. Ihr baut Fallen. Ihr seid fertig. Das ist doof. Geht mal rüber. Nächste Runde. Die bauen vielleicht noch hier eine Mine hin oder so. Mal gucken, was wir denn machen können. Wir haben den großen Leuchtturm gebaut. Das ist der große Leuchtturm von Pharos, ne? Eins der Weltwunder von damals. Ach gut, jetzt haben wir hier Speer. Erkundung automatisch. Wir gehen so weit, wie sie halt jetzt mit unserer Technologie und alles zurzeit können. Okay, was haben wir noch? Eine Stadtmauer. Das dauert alles ziemlich lange. Eine Stadtmauer wäre vielleicht ganz gut. Produktion wählen. Stadtmauer. Was war das? Im Dunkeln hier. Hat sich was drüber geschleicht, eine Einheit. Nächste Runde. Okay, noch zwei Runden, dann kommt Stonehenge. Dann bauen wir das irgendwo. Die Klassiker reicht. Solange niemand uns überholt. Also uns technologisch dann im Fort. Guck mal, hier geht's weiter. Okay, hier geht's nicht weiter. Verdammt. Ich dachte schon. Sehr gut. Eine Mine. Forschung, Bronzeverarbeitung können wir machen, oder? Nee, die Schrift. Wir lernen erstmal die Schrift. Unsere Folge soll gebildet werden.
Ja, schön gebildet. Künstler und Dichter und Denker, das finde ich schön. Kann ich denn, ich gucke jetzt mal kurz hier, Gelände kaufen. Wir haben ja ein bisschen Geld. Ich möchte, dass die halt auch immer was zu tun haben, unsere Bautrupps. Stadtmauer, Stonehenge, 61 Runden. Ja, warte mal. Nee. Stadtmauer wollte ich machen. So. Hier nach der Stadtmauer können wir nochmal so ein Fischerboot machen. Und dann können wir Stonehenge machen, denke ich, bei Edinburgh. Das wäre cool, wenn das wirklich so hier in den Feldern so ist. Das finde ich gut. Okay, nochmal ein Frachtarbeitsboot hier hin. Nächste Runde. Na, jetzt läuft's lang. Jetzt geht's gut voran. Cardiff ist gewachsen. Ihr macht das und nächste Runde. Die Städte können sich mal erweitern mit Flächen, als dass wir hier mehr einnehmen können. Weil immer kaufen ist teuer. Aber hier, das muss alles zu sein, dass hier keiner sich irgendwie ansiedelt. Mal so nebenbei noch. Oh, das wäre böse. So, was hasse ich, wenn die NPCs sich dann, weißt du? Du hast so eine Stadt, so einen Ring aus Städten so und in der Mitte ist noch nicht ganz fertig. Ja, gutes Buch vernichtet, tötet die Vernunft. Da ist was dran. Kommt an welches Buch. Obwohl, nee, ne? Ach, schwierig. Schwieriges Thema. Na, los. Los. Geht doch. Okay. Stonehenge. Bevor uns das jemand wegschnappt. Die Philosophie. Staatliche Hochschulen, Tempel. Drama und Dichtung. Pantheon, Schriftgilde. Amphitheater. Jo, das. Ich gehe voll auf Kultur und alles so drum dran. Und dann sehr auf Technologie halt. Mal gucken. Oh, das ist gut, das ist gut. Das ist wirklich gut. Haben sie sich erweitert, das ist schön. Nach Elfenbein. Oh, das wird schwierig. Das wird schwierig. Hier oben blinkt was. Okay, warum auch immer das blinkt. Ah, wegen dem Leuchtturm vielleicht. Politik einführen, okay. Repräsentation. Oh. Boah, mir geht die Augen richtig über. Verdammt, ob ich eine Brille schon auf habe. Jeder von euch gegründete Stadt erhöht die Kulturkosten der Politiken. Politiken? Um 33% weniger als üblich. Leitet zudem ein goldenes Zeitalter ein. Machen wir mal. Und goldenes Zeitalter. Goldenes Zeitalter bedeutet zum Beispiel. Es wird zum Beispiel mehr produziert von allem halt, ne? Also, das ist gar nicht schlecht. Sowas zu haben ist immer gut. Nächste Runde. Hier können wir noch einen hinschicken. Die sind fertig, dann kommen die jetzt hierher. Nächste Runde. 7 Runden haben wir Stonehenge. Wo ist denn Stonehenge? Hier. Hier haben wir Stonehenge. Am Wasser, das ist eine schöne Position. So am Fluss hier so. Jo, das ist okay. So, ihr baut jetzt hier Jagdhütte. Nächste Runde. Es zieht sich halt am Anfang sehr hin, ne? Pantheon gegründet, okay. Ihr habt auch nichts mehr zu tun, das ist schlecht. Dann wartet ihr mal eine Runde. Nächste Runde. Okay, was können wir jetzt hier bauen? Eine Mauer haben sie. Große Bibliothek. Das ist halt alles viel zu lange. In der Zeit, das bringt nichts. Was können wir denn machen? Ein Arbeitsboot. Ist hier irgendwas? Hier, noch ein Arbeitsboot. Was machen die denn da? Hier oben ist auch noch was zum Ausspähen, Freunde. Die wohlgenährtesten Völker, also die am meisten zu essen haben. Wir sind auf Platz 10. Na, no. Uns geht's gut, aber es ginge besser. Sozusagen. Okay, was haben wir hier? Grundspeicher. Plus 2 Nahrung, braucht aber 1 Gold Unterhalt. Bibliothek.
Unterhalt. Mit Unterhalt bin ich ganz vorsichtig gerade. Was kann man denn machen? Wir haben mal ein Monument jetzt. So. Nächste Runde. Okay, jetzt haben wir Stonehenge gleich fertig, theoretisch. Sollten wir fertig haben. Jetzt, gleich, sofort. Jawohl. Die Zeit lässt alles schwinden. Alles fällt durch die Zeit ins Vergessen. Für die Druiden unter uns, ne? So, ihr wartet jetzt, bis wir euch wieder brauchen. Eine große Bibliothek. Machen wir das. Drama und Dichtung. Noch 4 Runden. Nächste Runde. Unser kleines Reich. Schön. Oh, Hilfe. Nächste Runde. Ja, mal gucken, wie weit man jetzt vorkommt. Wieso gehen die denn mal hier hoch oder so? Hier ist doch noch überall was. Immer noch von Ecke zu Ecke. Fahrt jetzt mal hier hoch, verdammt. Es nervt, da unten in der Ecke nur rumzuhocken. Ja, sollen sie die Klassiker reichen, das ist mir Jacke. Ihr fahrt jetzt da hoch. Es reicht mir mit euch hier unten. Auch mit euch. So, ich sehe gerade. Was ist Drama, wenn nicht das Leben, nur ohne den langweiligen Teil? Okay, die Folge ist erstmal zu Ende. Wir sehen uns aber gleich in der nächsten Folge wieder. Okay, also bis gleich.